Mal gucken, ob das im Film auch zu sehen sein wird. Finden Sie es heraus. Morgen Abend, Oliver Mommsen in zwei unter Millionen, 20.15 Uhr bei uns im Ersten. Viele nannten ihn ja sogar Gitarrengott. Jeff Beck, einer der besten Gitarristen aller Zeiten, ist im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Hirnhautentzündung gestorben. Schauspieler Johnny Depp ist am Boden zerstört und trauert um seinen Freund. Sie tourten zuletzt ja gemeinsam. Jeff Beck spielte an der Seite von Rod Stewart und vielen anderen, auch ähm, mit Stevie Wonder. Eine Legende an der Gitarre, vor dem sich heute alle Großen in der Musik verneigen.